in Italien, das Essen ist ein bisschen was anderes wie unser Bampf da, oder? Und so gesund, Stichwort Mittelmeerkost. Das ist so gesund wie in einem Olivenöl. Italiener kennen keine Herz- und Kreislauferkrankung. Ich nehme da auch immer eins mit und seitdem geht es mir 1000% besser. Am Anfang war es schwierig, sage ich auch. Dass das wirklich gesundheitliche Wirkung entfaltet, das Olivenöl, da brauchst du pro Tag, darf ich jetzt einmal sagen, bei meiner Statur, 2-3 Liter auf jeden Fall. Und am Anfang ist es fast nicht angebracht. Wirklich nach 1 Liter hat direkt hinter den Hals zugemacht. Gell? Und dann hat einer gesagt, du musst mischen. Gell? Und seitdem machen wir gewissermaßen eine Olivenöl-Schorle. Gell? Die wird gemischt, 1:1 Olivenöl und Rapsöl. Und das geht runter wie Öl.